Also von Lustigkeit her würde ich sagen, Skala 1 bis 10, 9. Ja. Und von Optischkeit würde ich schon sagen, 12. 12. 12, ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Welcome back, liebe Leute. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Und heute haben wir uns richtig tolle Sachen überlegt. So richtig schön werden wir heute mal Produkte testen, an denen wir immer wieder vorbeigehen und immer denken, ach, ich kaufe sie nicht, aber dann heute haben wir sie zusammengekauft und werden sie euch präsentieren und alles, was damit zusammenhängt. Ich bin ganz aufgeregt. Chris, endlich können wir sie probieren. Es ist die gute Dr. Edgar Restaurante Pizza Dolce alla Cioccolata. Nova. 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 Heißt Nova, dass sie dann so explodiert wie eine Nova? Ja. Ah, Schokoladenpizza von Dr. Oetker, der gute Doktor. Muss ja dann gesund sein eigentlich, ne? Diese Folge wird übrigens präsentiert von Dr. Oetker. Restaurante. Ach nee, ist ja wirklich Restaurante. Was gibt's denn? Wagner Pizza. Warum werden wir eigentlich nicht von Wagner Pizza oder Dr. Oetker gesponsert? Warum werden wir überhaupt nicht Das gesponsert, ist unser Leute? Bewerbungsvideo. Ach, das ist unser Bewerbungsvideo. Ja, ganz tolle Pizza, die werden wir gleich mal machen hier im Aber Ofen. erstmal machst du ein Unboxing. Oh ey, hey, voll crazy, ey. Ich habe die hier gerade gekriegt. Haben sie mir geschickt, haben sie mit UPS geschickt, mit Expressversand. Nein, Ja, doch. wirklich? Ey, und Leute, wir bewerten die wirklich ehrlich, ne? Also nicht, weil wir Geld dafür kriegen, sagen wir das ist gut, sondern es ist wirklich ehrlich bewertet jetzt. Ja, also Weißt du denn? die ist bis 6/2018 haltbar. Also man kann sie jetzt kaufen und erst im nächsten Juni essen und dann ist es noch in Ordnung. Also ziemlich lange haltbar. Und jetzt machen wir mal auf. So, ey, ich weiß gar nicht, wie die aufgeht. Ey, es gibt Ey, soll ich mal gar gucken? keine Stelle, Soll keine ich mal Stelle. Nee, gucken? es gibt keine. Ey, vielleicht, ey, Gucken. warte, 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 vielleicht muss man einfach sagen, Ene mene Mexojon, hier brauche ich eine Explosion. Nova, buff. Hat Wow. funktioniert. Hat Funktioniert. funktioniert. Ja, also hier, die ist so eingepackt in Frischhaltefolie. Ja, Ja. sieht aus wie ein Kuchen, ne? Sieht aus wie ein Kuchen, ja. Zeig mal Hätte von ich hinten. dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Kuchen gemacht. Also von hinten sieht es so ein bisschen aus wie, Wie Pizza. naja, wie so ein Lebkuchenteig, finde ich. Nee, wie ein Pizzateig von Restaurante Pizza, aber halt in Stimmt. Kuchenfarbe. Wir haben kleine Weiße Schokolade? Ja. weiße Schokolade drauf und wir haben, sind das Rosinen? Nee, Quatsch. das ist auch Schokolade. Mein Gott, entschuldige. Rosinen. Meine Wer macht Fresse. denn Rosinen auf eine Ja, wie Pizza? macht man die denn? Halt mal, ich guck mal nach, wie Ja, man die schau mal nach. macht. Ich will die nicht halten, sonst taut sie auf, wenn ich so heiß bin. Also, wie man eine Pizza macht, wahrscheinlich. Wir machen das jetzt mal. Mann, ist das spannend, ob die schmecken wird und wer weiß, wann sie fertig ist. Na, wenn das mal kein Zufall ist. So, this is how the magic looks like when it's done. Also, Und? es riecht wie Schokokuchen. Wie Schokokuchen, Wie ne? Schokokuchen. Sieht tatsächlich aus so ein bisschen wie Pizza. Wir haben es auch wirklich tatsächlich ganz genauso gemacht, wie es hinten drauf steht. Also, irgendwie 180 Grad Umluft, 10 bis 11 Minuten. Also, wie man eine Pizza macht, quasi. Ja. Riecht schon sehr schokoladig, muss man sagen. Ich hab in der Nähe von einer Schokoladenfabrik gewohnt. Ja, Charlie? Hat das wirklich so gerochen morgens manchmal. Was ist da Soße sogar drauf? Wie die Tomatensoße. No, okay, ne? Also Boden, muss ich sagen, schmeckt wirklich wie Pizzaboden. Stimmt, Oder? ja. Oder bilde ich mir das ein? Hast du deine Geschmacksnerven eigentlich? Oh nein! Mit Vollmund spricht man übrigens nicht. Das ist lecker, Leute. Also wirklich. Wenn man ein romantisches Date hat mit der Freundin. Oder einem Freund. Also, Es geht, oder? es gibt übrigens Leute, die finden Schmatzgeräusche ganz, Belastend. ganz eklig. Ja, warum? Kannst du immer so, wenn sie essen? Also, mein Stück ist weg. Was meinst du? Ich meine, schmeckt besser als ich dachte. Ich Ich dachte, auch. es schmeckt nicht. Ja, ich dachte auch, es wäre richtig eklig.
Also es muss natürlich jedem bewusst sein, dass das... sehr süß. Das ist genau, also das ist halt nicht wirklich Pizza, sondern das ist eher wie so eine... Wie so eine Torte, wie so ein Kuchen so. Ey, wenn man da noch... Ey, das machen wir. Aber was halt geil ist, ist, dass es so warm ist, wa? Und die Schokolade so geschmolzen ist. Ja, und so crunchy. Gar nicht schlecht. Ist gar nicht schlecht, Leute. Oh, ich krieg aber auch langsam Durst, ne? Im Viertelpizza hat 240 Kalorien, also eine hat 1000 Kalorien. Quasi die Hälfte von dem, was du am Tag essen darfst. Lieber weg. Was hat man, wenn man viel gegessen hat? Was hat man dann? Man hat keinen Hunger, sondern man hat dann... Ich bin Sid. Ja, man hat Durst, Leute. Nee, ich bin Sid. Es wurde ein Wort erfunden dafür, wenn man nicht durstig ist. Ich bin Sid. Für dich wurde auch ein Wort erfunden. Ja? Affe. Es wäre aber viel zu einfach, wenn wir ein ganz normales Getränk testen würden. Deswegen haben wir uns ein bisschen in die weltweiten Sphären des Internets begeben und haben was Großartiges gefunden, und zwar die allseits beliebte Pepsi White. Und das ist nicht die Pepsi, die in Charlottesville beliebt ist, sondern eine Pepsi, die es seit 2008 gibt. Ne? Fact-Checker, musst mich unterbrechen. Also pass auf, in Japan gibt es nur die Pepsi White, die gibt es gar nicht in Deutschland. 2008 kam sie das erste Mal raus und in einer Special Edition 2012. Viel Spaß beim Weitermachen. Du hast eigentlich alles gesagt und wir probieren heute mal dieses Rezept nachzumixen. Wir haben uns schlau gemacht, wie die so schmeckt. Und deswegen werden wir jetzt mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich bin gespannt. Laut dem Internet braucht man für die Pepsi White eine Pepsi. Wir werden übrigens nicht von Pepsi gesponsert, auch nicht von Coca-Cola. Warum werden wir nicht von Pepsi und Coca-Cola gesponsert? Das frage ich mich eigentlich auch. Aber vielleicht ist das ja unser Bewerbungsvideo hier. Ja, wir leben übrigens gleich tierisch am Limit, weil, wie sagt man so schön, Coca-Cola Glass, Pepsi Bottle. I don't give a damn. Es soll einen leichten Zitronen-Joghurt-Geschmack haben, das heißt, wir haben hier den guten alten Zitronen-Joghurt. Weißt du, darf ich mal ganz kurz dich unterbrechen? Nein. Was ist da drin? Ich weiß es nicht. Also, man munkelt, dass die Pepsi White, die Farbe kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, aber bei den Gläsern ist das auch relativ unwichtig, ein bisschen nach Zitronenjoghurt schmeckt mit Vanillegeschmack. Und wir bauen jetzt mal quasi das coolste Getränk aller Zeiten nach. Darf ich ihn einschenken? Ja. Jetzt wird's spannend. Wir wissen natürlich nicht, wie viel Joghurt wir dafür benutzen sollten. Du weißt das nicht. Hey, hörst du auf? Nein, okay. Du machst deine Geschmacksnerven kaputt. Mein Gott. Ich wollte ein bisschen abtrinken. Sei doch nicht so ein Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal einen großen Löffel. Du bist ein richtiger Löffel. Händler. Und zwei große Löffel nehmen wir rein. Ja. Komm mal her, Schatzi. Ja. Was passiert da? Was ihr hier nicht sehen könnt, es haben sich schon Lebewesen in den Gläsern gebildet. Jetzt verrühren wir das ganz schön. Ja, aber ich will doch auch Vanille haben. Ja, ja, ja. Gib mir meinen Löffel. Ich glaube, das ist auch so, macht das Pepsi auch. So macht es der Herr Pepsi jeden Tag in seiner Villa selbst. Oh, das riecht aber schon gut nach Vanille. So, ich mach mal, ich weiß nicht, pass auf. Muss reichen. Was hast denn du gemacht? Ja, bei mir ist ein Shake geworden, bei dir ist. Reicht! Nicht so viel. Nicht? Da bin ich nochmal schnell losgeflitzt und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht doch mal zumindest einmal die Farbe des guten Getränks zeigen sollten. Sieht ein bisschen aus wie Kaffee Latte. Latte. This is where the magic happened. We combined Pepsi with a little bit of citrus yogurt and some vanilla taste flavored stuff. So let's drink it. Prost. Auf euch, Freunde. Hätte mir deutlich ekliger vorgestellt. Ja. Ist gar nicht. Also man schmeckt die Pepsi noch durch, muss ich sagen. Man schmeckt aber auch den Joghurt. Und das Vanille. Das Vanille ist auch sehr gut. Also, warte, ich muss das nochmal. Ich glaube, wir machen demnächst mal eine Lass mal reden Brauerei. Auf dem zweiten Schluck ist aber dann doch schon ekliger. Ja, ich muss vielleicht nochmal einen dritten nehmen. Darf ich mal deine Kreation probieren? Weil ich hatte ja vielleicht ein bisschen anders gemixt auch. Ja. Ich habe nach links gerührt. Ach so, ja. Ich habe gehämmert.
Nö, ist so ähnlich. Ist ähnlich. Also, hast du gut gemixt. Also, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, das ist auf dem japanischen Markt. Ja. Das gekühlt zur Sommerzeit? Warum nicht? Warum nicht? Also, ist jetzt, also ich merke gerade, wie mein Magen anfängt zu stechen. Aber sonst, ach, ich, also ist jetzt nicht schlimm, ne? Gar nicht. Also man kann es gerne mal nachmachen. Wir können auch das Rezept auch mal hier in die Infobox schreiben. Oder ihr schaut euch es einfach nochmal an. Es ist wirklich ganz lecker. Ich glaube, wir sollten bei den ganzen Frozen-Joghurt-Läden in Berlin vielleicht mal einen Pepsi-Geschmack vorschlagen. Und dann machen wir einen fetten Reibach. Das ist dein Rülpser? Mhm. Gut, ich kann gar keinen. Lecker, 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 lecker rein. Fandet ihr unser Video auch lecker? Dann gebt dem Video doch ein Like und abonniert unseren Kanal und aktiviert auch mal die Glocke. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wann unser Video online kommt und teilt das Video mit euren Freunden. Die freuen sich bestimmt auch. Geht doch mal auf Patreon, da könnt ihr auch immer mal wieder Bonusmaterial von uns abstauben. Ja, und für einen halben Döner seid ihr schon mit dabei und dann können wir uns auch mal wieder neue Produkte leisten und die hier testen. Vielen Dank. Wenn ihr auch Ideen habt, was wir mal testen können, und es müssen nicht nur Lebensmittel sein, die wir übrigens alle jetzt, na, ich meine, keine Frage bei uns, alles aufgegessen haben, dann kommentiert das doch hier auch mal drunter unter dem Video, was wir mal testen sollen. Kann Spielzeug sein, kann Filme sein, die wir gucken sollen, können aber auch nach wie vor Lebensmittel sein. Ihr müsst uns das natürlich alles nur kaufen. Nein, wir würden das gerne mal machen und vielleicht hat euch das ja Spaß gemacht, denn uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage jetzt noch drei Worte. Du bist dran. Shine on. Wir sind noch Krümel von der Pizza. Ey, die war gar nicht so. Ich hab die richtig eklig eingeschätzt. Der gute Doktor, wa? Der gute Doktor. Der steht für Genie. Der steht für Qualität. Weißt du was? Der kann sogar Pizza mit Schokolade machen und schmeckt trotzdem. Weißt du, was in meinem kleinen kranken Kopf vorgegangen ist? Nee. Du machst dir schön die Pizza vorher und als Nachtisch machst du dir die Schokopizza. Ja. Ey, wie fandst du Pepsi? War auch ganz nice, ne? War bisschen ganz doll süß, aber im Sommer gekühlt so? Ja, ich glaube, es wäre cooler, wenn die so noch so ein bisschen sämiger wird. Also so ein bisschen joghurtmäßiger. Also die war schon sehr flüssig noch, fand ich. Ach, du willst sie shake-mäßig so shake-mäßiger, ja. Dass es zur Farbe passt. Müssen wir uns noch was einfallen lassen. Irgendwas dickflüssiges, weißes reinmachen vielleicht das nächste Mal. Dickflüssiges, weißes, um das so ein bisschen sämiger zu machen. Ja. Ich denke da mal drüber nach. Ich glaube auch. Oder wir gehen mal zusammen auf Toilette.